Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meinem kargen oder noch kargen Wohnzimmer. Ich bin hier gerade am Videoschneiden und habe gerade gemerkt, dass ich gar keine Begrüßung habe. Das Video, also ich hatte gedacht, dass ich noch einen Vlog offen hatte, habe ich aber gar nicht. Also startet das Ganze jetzt so ein bisschen abrupt in den Tag hinein. Aber ist nicht schlimm, die Begrüßung kommt jetzt, also viel Spaß bei diesem Video. Boah, gleicher Tag, voll das Mistwetter jetzt auch einmal. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Holz geholt, Gurtennetz schon ab und dann geht es jetzt einmal ans Abladen. Das werde ich dann ja da irgendwo da auf der Ecke trüllern erstmal. Stapeln, wie auch immer. Das sind natürlich riesen Taler, wenn man sich das so anguckt. Wahnsinnszeile. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, dass ich die bergen kann. Und bei dem Scheißwetter macht es natürlich auch überhaupt gar keinen Spaß. Aber der Anhänger muss gleich wieder zurück. Ich gebe Gas. Junge, Junge, das sind aber auch Taler, du. Aber richtig geil. Hier kannst du richtig edel drauf laufen. Das hat er wieder saumäßig gegossen. Hier ist so das Beispiel, wo nichts ist. Und so wäre das ja hier auch, ne? Da bin ich total happy mit, ne? Naja, so. Ich lade nochmal weiter ab. Bis später. Der Kollege ist jetzt wieder am Laden. Das muss man ja immer wieder beachten. Ist ja klar bei Akkufahrzeugen. Wenn Saft leer ist, geht da nicht mehr viel. Ne? Ich ziehe mich jetzt um. Oh ja, und übrigens, sieht man, ja, ne? Denkt dran, neuer Merch, neuer alter Merch. Wer Bock hat, verbesserte Version. Schön kräftig dunkelrot jetzt, wie zu sehen. Mega geil. Und das Graffiti, was dahinter, hinter dem ganzen Schutthaufen zu erahnen ist, gibt es auch als Merch. Habe ich mir jetzt auch bestellt. Kommt jetzt die Tage, freue mich schon drauf. Also, ich ziehe mich jetzt um und dann bringe ich den Anhänger weg. Bis gleich. Moin Leute, heute mal von mir ein kurzer Zwischenbericht. Es ist vormittags. Eigentlich müsste ich arbeiten. Ich habe auch gerade gearbeitet. Habe ja die Möglichkeit, so einen Teil im Homeoffice zu arbeiten. Saß da gerade schön und auf einmal ist der Strom weg. Kein Mann da, Frau allein zu Hause, Strom weg. So, arbeiten fällt jetzt erstmal flach. Ich habe schon angerufen bei der Arbeit und gesagt, dass jetzt gerade bei uns der Ausfall ist. Und dann dachte ich zuerst, gut, vielleicht ist ja irgendwo ein FI rausgeflogen oder ja, was weiß ich, nachgeguckt. Enno angerufen mit Videocall. Nee, bei uns alles gut, Stromzähler auch leer. Also ja, zeigt keine Anzeige. Ne? Also ja, und dann dachte ich so, ja scheiße, die Heizung ist an. Ich hatte die heute Morgen angemacht, als sie losgefahren sind. Kann man auch noch sehen. Er dampft. Vielleicht kann man das sehen. Naja, und dann sagt er ja, denke ich, mal gucken, ob das Kochhaus auch betroffen ist. Ja, schauen wir mal eben. Zeige ich euch. Weil, wie soll es auch anders? Natürlich ist das Ding betroffen. Und hier sehen wir, es ist aus. Also komplett ohne Stromversorgung. Dann habe ich beim Betreiber angerufen. Und wir haben hier in der Ecke einen größeren Stromausfall. Sie sind jetzt auf der Suche. Sie wissen noch nicht genau, woran es liegt. Ja, jetzt heißt es abwarten. Nun lief ja die Heizung. Dann habe ich direkt bei HDG angerufen und gesagt, was mache ich jetzt? Das Ding läuft. Das hatten wir nämlich auch noch nie, dass die Heizung am Laufen waren. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil wir das letzte Mal wirklich einen Stromausfall hatten, der dann von außerhalb kam. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann mit ihm gesprochen und er sagte, jo, der brennt jetzt erstmal lustig vor sich hin und da kann man nichts machen, ich soll nichts aufmachen, alles zulassen. Und
Es ist jetzt so, er wird, wenn er jetzt zu heiß wird von den Pumpen her, dann geht ja diese, das ist so eine Vorrichtung eingebaut, dass dann das Wasser angeht, dass es kühlt, dass es nicht überhitzt. Das kann jetzt passieren. Wäre natürlich ärgerlich, aber gut, ist so. Der Sensor, der arbeitet anscheinend auch wohl ohne Strom. Ja, und er sagte auch, wenn jetzt der Strom zeitnah wiederkommt, dann kann ich ihn eventuell auch wieder mit Nachlegen starten, dass er direkt weiter brennt. Ja, weiß ich nicht. Also jetzt aktuell ist der Stand so, dass ich nicht weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Und wie das ja so ist, hänge ich jetzt ja so ein bisschen in der Luft und warte ja auf Strom und muss jetzt mal gucken, wie lange es dauert. Und von daher sucht man sich dann ja was anderes. Und habe ich gleich Arbeitsaufgabe gekriegt. Wir haben hier so ein bisschen Schredderzeug. Und da mache ich mich jetzt dran und verteile das, weil das hier auch immer so nass ist. Und ja, dass man dann hier demnächst ein bisschen besser fahren kann. Und das mache ich jetzt so ein bisschen. Ja, und dann werde ich euch nachher nochmal mitnehmen, wenn das wieder läuft. Und euch so ein bisschen nochmal zeigen, ob das jetzt mit dem Nachlegen dann klappt oder wie es dann aussieht. Also, bis dann. So, Strom ist wieder da. Sicherheitsthermostat, Kessel abkühlen lassen und regeln. Okay, das hat er mir auch gesagt. Okay. Das war ja doof. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den wieder starten kann. Spannungswiderkehr bei Stromausfall. Erst nach Behebung der Fehlerursache. Okay. Ja, da muss ich jetzt eben gucken. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich ihn direkt so wieder starten kann. Das will er jetzt nicht. Gucken wir mal, was er sagt. 77 Grad. Ja, der andere ist noch nicht voll. Ja, er war noch mittendrin, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den direkt wieder fahren kann. Achtung, Stillstandzeit, ja. Nachlegen ist im Moment nicht möglich. Okay, nee, will er nicht. Kann ich nicht machen. Verdammt. Also, ich hatte ja mit dem HDG... Kundenservice gesprochen und der meinte ja, wenn ich Glück habe, dann kann ich ihn halt über Nachlegen nochmal anzünden. Jetzt muss ich leider tatsächlich warten, bis er abgekühlt ist, damit wir diesen Fehler ja, auflösen können. Und da sagt er eben halt ganz klar, ne, Sicherheitsthermostat, Kessel abkühlen lassen und dann kann ich erst den regeln und dann müssen wir schauen. Und dann muss man anscheinend auch hier das gute Stück abdrehen und ich glaube, dort den Knopf drücken, damit er wieder läuft. Ich müsste jetzt aber selber nochmal nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob das davon abhängig ist, ob er jetzt das Wasser aufmacht oder nicht. Und ich weiß auch nicht, ob er jetzt noch abnimmt. Beim Kundenservice rufe ich, glaube ich, nochmal an und frage jetzt nochmal. Aber zumindest ist er schon wieder da. So, ich habe jetzt nochmal angerufen. Ich warte jetzt nochmal auf den Rückruf vom Kundenservice. Dann soll er mich nochmal am Telefon da durchführen, was wir genau machen. Das Wasser war noch nicht an, so wie ich das jetzt einschätze. Vielleicht kriege ich ihn ja gleich wieder zum Laufen, aber das zeige ich euch dann. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einmal ja, das Schredderzeug so ein bisschen verteilt. Das muss ich eh noch ein bisschen festfahren. Und auf jeden Fall sind jetzt diese großen Haufen weg. Und ja, wenn er nur jetzt ein paar Mal mit dem Trecker drüber war, dann sollte es auch wieder anders aussehen. Auf jeden Fall habe ich da heute ungeplantes Tagwerk geschafft. Nun schauen wir mal eben, wie das gleich aussieht mit der Heizung. Und ich bin ja froh, dass der Strom schon wieder da ist. So, also, läuft wieder. Ich habe gerade, mal gucken, so, habe ich gerade angerufen und der hat mich dann tatsächlich am Telefon durchgeführt. Also der Support ist wirklich 1A, super klasse. Die bleiben wirklich so lange am Telefon, bis das dann wieder in Ordnung ist. Also es war tatsächlich so, ich hatte ihn dann gefragt, weil da ja stand von wegen auskühlen lassen. Er sagte, ja, probieren wir jetzt mal. Er fragte nach der Kesseltemperatur. Da hatte er noch, sagte er 73, jetzt ist er auf 65, aber wahrscheinlich, weil er jetzt gerade wieder ein bisschen Wärme abgenommen hat. So, dann hatten wir diesen schönen Fehlercode hier. Kann man das gut sehen? Ja. Da sagte er ja hier Sicherheitsthermostat. Da muss man tatsächlich erst diesen Knopf da abdrehen. Kann ich mal zeigen. Ich es jetzt ab, ja, abdrehen. Grüner Knopf drücken, dann kann man den Fehler erst quittieren. Dann habe ich den quittiert und dann konnte ich über dieses Symbol halt leider nichts nachlegen, aber ich konnte ihn wieder starten. Er war ja noch am Brennen oder zumindest dann am Qualmen und von daher habe ich das dann am Telefon mit ihm, ne? Also ich habe den Kessel nicht geöffnet, ich habe ihn zugelassen. Hab dann am Telefon eben halt ja, die
Dann habe ich da durchgeklickt und dann sagte er so, jetzt warten wir mal eben. Und dann sagte er, dann klicken Sie nochmal drauf auf das Kesselbild und dann kann man nämlich hier auch die Abgastemperatur sehen. Und dann wollte er wissen, wie die war und sagte auch, wenn sie jetzt steigt, dann läuft er wieder. Da war sie noch bei, ich glaube, 73 Grad und stieg dann langsam und man sieht es ja noch, sie steigt. Ne? Und dann war es, glaube ich, eine Minute und dann zeigt er wieder dieses schöne brennende Bild und arbeitet auch wieder und man hört auch die Pumpen wieder laufen. Also das ist alles Gott sei Dank wieder am Laufen. Er brennt jetzt wahrscheinlich den Rest ab. Also so ganz normal, wie ich ihn heute Morgen auch gestartet habe. Und dann schaue ich nachher nochmal rein und hoffe jetzt, dass das nicht nochmal kommt mit dem Stromausfall. Dass er jetzt eben auch mal abbrennen kann und ja, also auf jeden Fall läuft und deswegen ja auch eine HDG-Heizung, weil man da im Zweifel auch dann anrufen kann und die einem auch dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Moin. Meine Frau war ja schon fleißig am Film, habe ich gehört. Hier war ja wieder gut was los. Ich war bei der Arbeit und meine Frau hat hier Stromausfall. Habt ihr ja mitbekommen. Ich selber noch nicht. Ich habe auch noch nicht auf die Heizung geguckt. Ich bin jetzt gerade zu Hause. Wir haben es 5:45. Und jetzt sagte mein Vater mir, jo, hier, ich habe Brennholz für dich. Ich habe meinen Anhänger voll, der muss aber heute Abend leer. Kannst du Holz holen? Ich sehe, ja geil, mache ich. Sein Einachskipper, ne? Da muss ich jetzt zu meinem Vater hinfahren mit dem Trecker. Fahre ich, glaube ich, mit dem Trecker. Halbe Stunde, schätze ich. Ja, eine Tour. Muss ich jetzt hin, zurück. Also bin ich heute irgendwann im Dunkeln wieder zu Hause. Naja, wie dem auch sei, habe ich ein Problem, ein kleines. So sieht man es besser. Der Unterlenker hinten unten. Und zwar ist hier der Bolzen raus. So, das ist so ein Bolzen. Der war letztens schon halb rausgewandert. Da habe ich 9 Splint reingemacht. 9 Splint. Und was ist? Wieder verloren. Irgendwie, warum auch immer. Und nun ist, hängt der Scheiß wieder unten. Na, dann muss ich gleich erstmal schnell eine Schraube finden, dass ich erstmal. Ich brauche die Heckhydraulik jetzt ja nicht. Da kannst du ja auch nicht eben eine Schraube reindrehen, das hält das vom Gewicht ja gar nicht. Also mache ich jetzt erstmal eine Schraube rein, darf ich aber nicht vergessen, dass da wieder original so ein fetter Bolzen reinkommt, der auch ein bisschen was ab kann. Da muss ich jetzt mal in meinem Chaos suchen, ob ich da was Passendes finde. Ich habe jetzt gerade so einen Bolzen gefunden. Den habe ich schon mal irgendwo für benutzt, zum Schweißen, so wie es aussieht. Naja, und der müsste hier auf jeden Fall durch, ja. Oh, der ist aber so groß, dass der seinem Kopf da durchwandert. Hier auch. Ja, da muss ich noch eine Unterlegscheibe finden. Das ist ja blöd. Also, ich suche mal weiter. So, in meinem Katastrophenchaos habe ich jetzt tatsächlich noch was gefunden. Das kann jetzt auf jeden Fall nicht durchrutschen. Und ist erstmal fest. Jetzt muss ich unbedingt messen, das Loch messen und dann muss ich mir einen Bolzen bauen. Also, oder kaufen, besorgen, wie auch immer. Irgendwas Stabiles auf jeden Fall, ne? So, ich suche mir jetzt meinen Gehörschutz und dann geht das los. Ziehen wir noch eine Mütze auf, weil es ist echt kalt jetzt. Kurz einmal im Hellen zeigen oder im halbwegs Hellen. Das ist jetzt Ulmenholz. Mein Vaters Einachser, Belga ist das, 5,7 Tonnen Kipper, 3 Seiten Kipper. Ja, fahre ich jetzt mit nach Hause, fährt er 100%ig mit, kein Problem. Ne?
So, dann habe ich auf jeden Fall hier ein Stück Holz zwischengeklemmt, weil irgendwie die Auflaufbremse nicht so funktioniert, wie sie soll. So, fahre ich erstmal so weit zurück, wie ich irgendwie kann. Und dann ziehe ich wieder nach vorne und dann gucke ich mal, dass ich ihn abkippe. Das Schöne an so einem, an so einem Kipper, Einachskipper, ist ja, dass du dann Gewicht auf der Achse kriegst, ne? Siehst du, er läuft immer weiter hier im kleinen Gang über das Schreddergut. Mit einem normalen Kipper hättest du da schon wieder Schwierigkeiten, ihn da hinzudrücken, ne? Aber es sieht ganz gut aus, ich kann eigentlich gleich wieder gerade ziehen. So, könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, Holzhaufen liegt da jetzt. So ein Einachskipper ist auch eine geile Sache, ne? Kannst du schön rückwärts fahren. Das ist schon geil, ne? Und das ist ja auch von der Größe. Ich glaube, der ist 4x2 oder 4x1,80. Also der ist ein bisschen kürzer wie mein Kipper. Ist ein Drei-Seiten-Kipper, ne? Das ist schon eine geile Sache. Und den hat mein Vater komplett restauriert gekauft für, ich glaube, gar nicht viel Geld. Wenn man sich das mal anguckt, Stempel und so, alles tipptopp. Das ist schon ein geiler Anhänger. Also wenn er den irgendwann mal wegtut, hätte ich wohl Bock drauf. Ne? Ja, auch schöne Reifen drauf und so, das ist schon geil. Naja, wie dem auch sei, ich gehe jetzt ein bisschen was essen und dann bringe ich den Anhänger wieder weg. So, liebe Leute, das war's für heute. Liebe Leute, das war's für heute. Wir haben es jetzt 9:30 Uhr. Und jetzt reicht es auch. Morgen um 6:30 Uhr klingelt der Wecker wieder. Meine Frau hat die Heizung noch angemacht. Kann man vielleicht da oben noch erkennen. Sehr, sehr schön. Dann ist das gleich noch schön muckelig warm. Wie gesagt, wir haben es jetzt draußen. Ja, auf jeden Fall schon überall Eis drauf. Irgendwie, weiß ich, -1 oder so. Und ich bin echt froh, dass ich das Verdeck habe. Ganz ehrlich. Ich meine, okay, Komfort 2000, ja, Heizung, super, hätte ich auch gerne. Aber so ein Verdeck, das hilft schon. Du kannst bei Minusgraden fahren. Das ist gut. Du hast zwar nicht die wärmsten Füße, nee. Und natürlich hast du auch überall zugige Ecken, aber es geht. Ganz ohne Verdeck, ich hatte damals den MR35 als Cabrio-Schlepper, also sprich nur ein Bügel hinten drauf. Und das war im Winter gar nichts. Also das war mir viel zu kalt. Da ist das hier schon deutlich besser. Also war auch damals ein Kriterium für neuen Schlepper, Frontlader und Verdeck. Das waren so die beiden Kriterien. Und uns hydraulische Lenkung. Und das hatte der alles. Und deswegen habe ich den gekauft. Ne? Und ihr seht ja, er macht heute noch einen guten Job. Also so ein 50 PS 633 ist schon super. Also ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Dann zeige ich euch schön im Hellen nochmal den Holzhaufen. Der nächste Tag, Abend, ja, also sprich nach Feierabend, ne? Ihr seht, the sun goes down, aber ich nutze das Restlicht, um euch mal im Hellen mein neues Holz zu zeigen. Das ist wie gesagt jetzt Ulme, da kommt noch ein bisschen was dazu. Was richtig edel ist, ist mit diesem Schredderzeug, ne? Mit diesem, ja, Hackschnitzelzeug. Das ist richtig gut. Dann kann ich hier nämlich schön das Holz zerkleinern, ohne dass ich hier im Matsch stehe. Das ist nämlich Weltklasse. Genau, das ist auf jeden Fall das Holz und das ist schon ein bisschen was. Also, ja, ich weiß nicht, wie viel Kubik das jetzt sind, aber bestimmt 3-4 Kubik werden es wohl sein. Und da liegt auch nochmal knapp 4. Das ist doch super, ne? Schön dabei. Wie gesagt, ist jetzt kein Weltklasse-Holz, also nicht irgendwie Eiche, Buche oder so. Ulme ist ungefähr wie Birke gleichzustellen. Ja,
Ne? Und Tanne wisst ihr ja selber, also Fichte ist es ja, das passt schon. Jetzt kommt Lars gleich mit seinem 423. Das ist ja der, der hier auch die Blumenwiese damals gestreut hat mit dem kleinen McCormick. Und dem habe ich nämlich die Gabel verkauft, also sprich die Messgabel. Der hat sich nämlich einen Frontlader dran gebastelt an seinen Trecker und dann brauchen wir ein bisschen Besteck. Und dann fragt er mich, ob ich noch so eine Messgabel habe. Ich so, jo, habe ich da. Und dann sagt er, kann ich die kriegen? Ich so, jo. Dann hat er mir die abgekauft, habe ich einen guten Preis gemacht. Das ist auch noch eine Wessel und Lade. Ne? Wessel und Lade, da steht's. Und die Bressel und Lade ist ja eine ganz gute Gabel. Also sprich richtig stabiles Ding und das Ding hat auch richtig Gewicht. Ja, also da hat er auf jeden Fall was von. Das war bei meinem Trecker dabei damals. Ne? Schaufel und Gabel, aber ja, die Gabel kann ich ja nicht mehr gebrauchen, weil ich jetzt ja auf Kategorie, hydraulische Geräte betätige. Und ich habe ja meine große Mistgabel und die reicht ja. Die kleine benutze ich sowieso nicht. Dann kann er die kriegen. Ich muss, wie gesagt, noch einen Bolzen dafür haben jetzt. Muss ich mal gucken. Und jetzt fahre ich eben einmal rüber und zum Nachbarn und hole meine beiden Kipper wieder. Fragen ja auch wieder, wo sind die geblieben? Ja, die sind beim Nachbarn. Deswegen auch aufeinander gestellt, um Platz zu sparen. Ne? Ist ja klar. Hätte ich jetzt mega viel Platz in einer mega fetten Halle, dann würde ich sie auch nicht aufeinander stellen. Ist ja logisch. Aber, ne? Aber ich stehe Gott sei Dank beim Nachbarn nicht weit weg. Mit dem Trecker 2 Minuten fahre ich jetzt hin. Und dann hole ich mir die Kipper. Dann müssen die wieder runter. Voneinander runtergestellt werden und dann brauche ich nämlich jetzt die Tage zum Holzfahren, aber das zeige ich euch dann auch, wenn es soweit ist. Also, ich schwinge mich auf den Trecker und hole mal schnell die Kipper und dann muss ich gleich mal gucken, die müssen ja wieder runter voneinander. Muss gleich mal gucken, wenn hier, wie heißt der, Lars da ist, vielleicht hilft er mir dann gleich eben einmal die Dinger runterzufahren. Auch deutlich, dass das jetzt hier auch abtrocknet, also da geht jetzt einiges. Gott sei Dank, hier war ja sonst auch alles blank, voll Wasser. Das sickert jetzt so langsam alles weg, ne? Das ist auch gut so. So, da stehen die beiden Schmuckstücke, schon wieder so ein blödes Licht, ne? Ja. Da stehen sie. Jetzt muss ich eben einmal gucken, dass ich den Trecker abhänge, dann die Auffahrrahmen dahinter. Dann muss ich die Deichsel einmal drehen und dann werde ich ihn in die Bremse hängen. Dann müsste das ja hoffentlich eigentlich klappen. Und dann wollen wir einmal gucken, dass wir den oberen runterkriegen, weil den oberen werde ich morgen benutzen. Und genau, dann gucken wir mal. Erstmal Auffahrrampen holen und dann sehen wir weiter. An alle, die nochmal gesagt hatten, wir sollten unseren Umzug doch mit den beiden Anhängern machen, da wären wir viel zu lange unterwegs gewesen, ne? Das kannst du vergessen. Wir haben eine Tour sind, glaube ich, mit dem Trecker 40 Minuten oder 45 Minuten. Ja, und dann die ganzen Klamotten da hinten drauf. Nee, wir haben uns hier... Darfst du ja auch gar nicht. Nee. Das ist ja hier... Land- und Forstwirtschaftlich. Was meinst du, was passiert, wenn du da Möbel drauf hast? Ja, genau. Nee, wir haben uns einen LKW gemietet. Mein Vaters Bulli, schönen Dank nochmal an dieser Stelle, der hat richtig geholfen. Und dann hatten wir an dem Tag ordentlich Helfer. Auch nochmal vielen Dank an alle Helfer. Ja. Ohne euch hätten wir das nicht alles so zeitnah geschafft. Und dann sind wir umgezogen und von daher konnten die beiden schön trocken stehen. Und jetzt kommen sie raus, weil... Holzsaison. Holz geholt werden muss. Wobei jetzt, ne? Wobei ja noch nicht das aus... Aber doch, aus Wald von auch bei. Wird halt bald alles geholt, ne? Ja. Naja, und irgendwann müssen sie halt raus, ne? Hör mal, jetzt kann ich die wohl so anziehen? Sagst du nee? Ja, doch, Lebensversicherung ist hoch genug. Ja, toll, danke für dich. Jetzt mache ich das umgekehrte Reihenfolge. Ich habe die Bremse jetzt vorne drin vom Anhänger, das heißt, die Anhängerbremse ist gebremst. Hier kommt jetzt wieder meine Kette rum. Muss ich eben gucken. Und dann, ja, ich fummel mal so ein bisschen rum und dann holen wir uns gleich wieder. Ja, okay. Siehst du schon, was passiert? Aber nee, er
kann seitlich runterfallen. Ne? Muss ja, ein ja. bisschen von da hinten filmen. Von da hinten filmen, ja. Also so, jetzt hast du gemacht. Ja, wir gucken ja, mal. Das kannst du besser. Ja, mit Hakenkette irgendwie, keine Ahnung, mal gucken, was funktioniert. Ne? Mal gucken, ob wir demnächst noch einen Anhänger haben. Runde, alles mal deine. Komm her, Tobi. So reicht? Kannst du tatsächlich wieder gut stehen, ne? Ja, 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 hier auch schon. Ist auf der anderen Seite. Am besten jetzt nicht rufen. Der ist irgendwo auf dem Feld. Ja, da sieht man da laufen. So, dann gucken wir mal eben. Klappt das? Ja, drücken kann er ihn. Aber wenn er gleich erstmal auf dem Kipppunkt ist. Müsste passen, ne? Muss ihn mal treffen. Das hat gut gerumst. Klappe? 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 Ja, das klappt. Siehst du doch, Papa kann das. Ja, passt. Sieht gut aus. Ganz langsam und dann ist gut. Mal sehen, ne? Ist in der Spur. Hat nur einmal gerumst. Ja, sag ich aber, er ist in der Kette hängen geblieben, ne? Ja, ja, aber. Ist doch gut. Ist doch gut. Mach ich aus, wa? Ja, kannst du ausmachen. Heimat sind die Tage kurz. Lars ist jetzt gekommen. Übrigens, hier sagte meine Frau auch gerade, das passiert mit Holz. Ja, bei dem sieht man es gar nicht so krass. Bei den anderen Stücken war es schlimmer. Das war ja nasses Holz vom Vorjahr oder wann. Das haben wir da ja rein einfach als drunter gekeilt. Damit die, als Auflaufbremse kannst du sagen, von den Anhängern. Und das war ja, lag ja nur mit in der Halle, das ist richtig am Schimmeln gewesen, ne? Weil da keine Luft dran kann. Holz, das braucht Luft zum Atmen. Sonst wird das nichts. Guck mal, jetzt ist Lars da, der hat sich ja gerade seinen Frontlader reingebaut. Kann man das überhaupt sehen? Nee, ne? Da seht ihr ihn so langsam. Hat sich einen Frontlader reingebaut, guck mal, der braucht auch jetzt ein bisschen Besteck für seinen Trecker. 423. Das ist ja auch nicht kaputt, die Dinger. Wie gesagt, alles natürlich saumäßig dunkel. Und da habe ich gerade gesagt, so geil, da fahr doch eben mein Anhänger hier im Kreis, wo du gerade hier bist. Dann machen wir das eben schnell. Sauber, Lars! Geil, geil, geil! Aber nun ist das schon wieder trocken. Das ist Gott sei Dank, das trocknet jetzt unheimlich ab hier. Sehr schön, so laut, Mann. Ja, mit dem Trecker abladen hat er tatsächlich, mit dem Anhänger abladen hat es ja gut funktioniert. Mit der Kette.
bisschen weniger. Also da muss ich mir, ja, wohl letztlich, nächstes Jahr sollen sie eh nicht gestapelt werden. Dann will ich aber mir ein bisschen was basteln, dass ich die Kipper hier unterbringen kann. Ne? Genau, so. Das ist das gute Stück, habe ich euch gerade schon im Hellen gezeigt. Das ist aber nicht original hier, Lars. Was ist das denn? Ich habe noch nichts investiert. So geht das. Hast du neu alter zurück, also hast du jetzt gekauft, ne? Ja. War das viel Arbeit, die Konsole ranzuschrauben? Das ging eigentlich. Ja? Nee, da hat jemand, einer hat mir geholfen, hat die Konsole festgehalten, die ganzen Schrauben reingehauen. Okay. Ja, war einfach. Wie lange hat das gedauert? Ein Abend? Ja. Ohne Kiste Bier, oder? Ja, das ist ein Abend ohne Kiste Bier. Ja, okay, klar. Hydraulik nochmal extra. Hier, guck, der ist genauso wie ich hier. Oh, echt für mich, oder? Ja, geil, danke. Herrlich. Lars, du bist jetzt auch los. Wollte ich nochmal kurz zeigen. Lars hat sich ja auch Zusatzscheinwerfer rangebastelt. Und dann müssen wir mal gucken. Die sind sehr punktuell. Seht ihr das? Da hinten ein Punkt, hier ein Punkt, da ein Punkt, da hinten ein Punkt. Aber das leuchtet nicht so schön aus. Ne? Ich wusste jetzt gar nicht, dass es da so Unterschiede gibt. Aber anscheinend gibt es da doch Unterschiede. Also von der Ausleuchtung her. Ich habe mich gerade gefragt, wo er die weg hat. Keine Ahnung, hat er geschenkt bekommen. Ich meine, alles gut, besser als nichts, um Gottes Willen. Aber ja, sollte man schon beachten. Ne? Ich weiß nicht. Habe ich so noch nicht gesehen. War? Aber egal. Kannst du ja auch leicht tauschen. Wenn er wirklich auf den Sack geht, dann macht er noch ein paar andere Sachen. Kabel ab. Ja. Ist ja kein Problem. So, hier, wir sehen uns morgen früh nochmal wieder. Ich gehe jetzt ins Nachthemd. Bis dann. Guten Morgen. Da steht der Trecker mit den beiden Kippern. Und hört ihr das? Das ist total witzig. Das höre ich jetzt gerade erst. Ich weiß nicht, ob das gerade... Habt ihr gehört, ne? Da sitzt der Specht, sitzt bei uns an der Satellitenschüssel vom Fernsehen und hämmert dagegen. Und das macht er nicht seit neuestem. Das hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Das ist unfassbar. Ich will mal gucken, ob ich das auf Kamera kriege. Hammer, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht mit der GoPro. Aber es ist unfassbar. Also der Specht, der haut da, jetzt ist er weg. Der auf den diesen Arm klopft da rum. Das dröhnt über das ganze Grundstück weg. Und erst dachten wir, was ist denn das? Das ist tatsächlich ein Specht, ey. Kannst du nicht ausdenken, ne? An unserer Sattschüssel. Der hat auch richtig einen am Sender, der olle Specht. Naja, im wahrsten Sinne, ne? Der Trecker steht jetzt da, der Anhänger, die beiden Anhänger auch. Und nun möchte ich hier noch mal kurz zeigen, wie ich das jetzt vorhabe mit meiner Auffahrt. Hier stehen ja die Autos, das ist ja bekannt. Hier stehen ein bisschen Holz und so. Das muss alles weg. Und da, wo der Erdhaufen ist, da soll die Auffahrt quasi geradeaus weitergehen. Dieser ganze Erdhaufen hier weg, ne? Ist ja klar. So, dann habe ich hier... ist jetzt ja eh so eine tiefe Ebene. Hier brauche ich im Prinzip gar nichts auskoffern. Ist natürlich jetzt auch schön fest geworden hier. Hier brauche ich im Prinzip gar nichts auskoffern. Ne? Weil das hier eh schon so tief ist. Da sieht man ja, dass das Holz da deutlich höher ist. Ne? So, und nun wollte ich gerne hier auffüllen mit Mineral, wie nennt sich's? Mit Recycling-Schotter, genau. Teer-Recycling wäre natürlich am allercoolsten, aber ja, ich komme schlecht ran. Naja, und dann wollte ich jetzt hier auffüllen, was weiß ich, 10 Meter breit oder was, keine Ahnung. Dahin bis zu meinem Holz, komplett auskoffern, hinten einen so einen Wendehammer und hier wieder zurück quasi, ne? Und die Erde, die da hinten, weil hier ist es ja noch niedrig und da hinten wird es ja höher. Und das dann auskoffern und die Erde, die dann über ist, natürlich an anderen Stellen auffüllen. So hatte ich das zumindest gedacht, ne? Genau, und wie gesagt, die Erde auch, die kommt dann aufs Acker oder aus, weiß ich, oder hier diese Löcher, da ist ja auch so ein riesen Loch. Das ist ja hier ist ja alles, ist ja alles, hier ist immer so eine tiefe Stelle und das ist Käse. Das muss alles gemacht werden und eins nach dem anderen, aber das kommt jetzt so ziemlich als nächstes, habe ich mir überlegt.
dass tatsächlich dann hier die Auffahrt verlängert wird, weil ihr seht ja, meine Kipper stehen da hinten, mein Trecker muss dann irgendwo stehen, abends, du hast keine Wendemöglichkeit mit so einem Gespann. Hier soll dann später auch mein Holz, hier, wieso liegt hier eigentlich Müll vom Sturm, ne? Das ist vom Sturm hier hingeweht, ey. Naja, wie dem auch sei, ist das so der Stand, wie ich das hier gerne haben möchte. Und hier ist tatsächlich vom Sturm noch ein so ein Deckel hingeweht, ne? Hinterm Hügel, man muss sich wundern, ne? Ja, aber die Landschaft sieht natürlich wunderbar aus jetzt heute Morgen. So kann man es voll halten. Und mit diesen Bildern würde ich sagen, reicht das auch wieder für dieses Video. Wieder ein Querbeet-Video, was halt so passiert in so ein paar Tagen. Stromausfall hatten wir und, ach was weiß ich, bin ich echt mal selber gespannt, wenn ich die Aufnahmen vom Stromausfall sehe. Was meine Frau euch das so erzählt hat. Sie sagte, vielleicht kannst du da was von gebrauchen. Ja, mega nice, dass die uns da mitnimmt. Ne? Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Video geht's dann ans Holz holen. Also bis dann. Tschüss.